Wir haben es geschafft. Wir haben den Greifensteiner Bike-Marathon hinter uns gebracht. Und wir werden euch jetzt ein bisschen was über das Event erzählen und über die Organisation erzählen und über den Ort hier, Greifenstein, wo wir sind. Es ist nämlich wunderschön hier. Das ist richtig. So. Erstmal zum Rennen. Das wird jetzt so ein kleiner Review, so eine kleine Bewertung vom Rennen und von der Organisation. Das war heute der 24. Greifensteine Bike Marathon. Das ist ein Rennen vom Sachsen Cup, also die Wertung, das gibt Punkte für den Sachsen Cup. Das ist auch ein Grund, warum wir da mitgefahren sind, also abgesehen davon, es ist ein wunderschönes Rennen. Aber der zweite Grund oder ein anderer Grund, warum wir hier mitfahren, ist der Sachsen Cup, bei dem wir teilnehmen und da wollen wir natürlich die Punkte haben. Bei dem Rennen hier gibt es drei verschiedene Streckenlängen. Es gibt einmal 23 Kilometer, es gibt 46 Kilometer und 69 Kilometer, die jeweils in 23 Kilometer Runden gefahren werden. Und jede Runde hat ungefähr 740 Höhenmeter. Und das ist für 23 Kilometer ist das richtig ordentlich. Wir wurden gefragt, wir sollen doch mal zu den einzelnen Rennen, sollen wir doch mal eine kleine Bewertung abgeben, wie schwer das Rennen ist, wie anstrengend das ist. Und das Greifensteiner Rennen gehört definitiv zu den schweren und anstrengenderen Rennen. Das hat zum einen was mit den Höhenmetern zu tun. Ja. Du lachst, gell? Wir sind gerade gefahren, wir können aus Erfahrung sprechen, es war heute sehr anstrengend. Das hat was mit den Höhenmetern zu tun, das hat was mit dem Streckenprofil zu tun, das hat was mit den Wetterbedingungen natürlich zu tun, aber da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Was macht denn überhaupt so ein Rennen anstrengend? Also zum einen, die Länge ist ganz klar, aber ein Riesenunterschied ist, wie oft musst du da den Berg hochfahren? Wie oft runter? Und wie steil sind diese Berge? Kannst du diese Berge in einem gemütlichen Bereich fahren, in einem Schwellenbereich oder Unterschwelle, dann klappt das ganz gut. Aber hier zum Beispiel, hier sind ein paar Berge dabei. Wenn du die hochkommen willst, dann musst du über die Schwelle drüber. Dann musst du in den anaeroben Bereich, sonst kommst du da einfach nicht hoch, weil die zu steil sind. Und das kostet richtig Körner. Und das musst du hier auch ein paar Mal machen. Kleine Berge, Rampen. Und das ist zum Beispiel das, was so ein Rennen richtig anspruchsvoll und anstrengend macht. Hier kommt dazu, dass es nicht nur bergauf anstrengend ist, sondern auch bergab ist es anstrengend. Es gibt kaum Bergab-Passagen, wo du es einfach rollen lassen kannst. Die meisten Bergabfahrten sind einfach Trails mit Wurzeln, mit Kurven. Da musst du richtig arbeiten, dass du da gut runterkommst. Also ausruhen ist da nicht. Eigentlich Passagen, wo du sagen kannst, ich fahre jetzt mal kurz im Ausdauerbereich oder im Sweet-Spot-Bereich, wo du so ein bisschen das Laktat aus den Muskeln rauskriegst, ganz, ganz wenig. Und das macht so ein Rennen oder das macht auch gerade dieses Rennen so anstrengend. Dazu kommt natürlich noch das Wetter. Wir hatten heute Temperaturen über 25 Grad. Ja, definitiv. Über 25 Grad und das zerrt noch zusätzlich. Du bist viel Zeit im Wald unterwegs, aber wenn du so Ecken hast, auch gerade Anstiege, es geht kein Wind und da knallt die Sonne rein, das ist wie im Backofen, das kostet auch ohne Ende. Wir mussten hier unwahrscheinlich viel trinken, also wir hatten zwei große Flaschen dabei und für eine Distanz von 46 Kilometern, da reicht eigentlich eine Flasche, hier mussten es zwei Flaschen sein und jeweils vier Gels haben wir auch gebraucht und das war auch hier nötig. Und trotzdem habe ich es am Ende gemerkt, die Luft war dann raus, so im letzten Drittel. Und bei dir, Andrea, na, du bist ein bisschen anders wie ich. Bei mir war es halt genau andersrum. Bei mir ging bei dir am Anfang nichts. Ja, genau. Und dann ja. Im letzten ging es. Dazu muss ich sagen, und das passt auch ganz gut zu dem Thema, wie anstrengend ist so ein Rennen. Die Andrea und ich, wir sind zwei vollkommen verschiedene Fahrer. Die Andrea ist jemand, eine Marathonista. Die wird erst richtig warm nach 20, 25 Kilometer, wo die ersten anderen schon merken, oh, jetzt merke ich es langsam, die Körner werden alle, da wird die Andrea erst warm und legt so richtig los.
ich bin jemand, ich bin kurzstreckenaffin, so alles bis anderthalb, zwei Stunden. Und dann auch noch jemand, der eigentlich, ich komme von der Straße, vom Straßenradsport, und ich war ein bisschen so der Zeitfahrer. Das heißt, dieses Sägezahnprofil, das wir heute hatten, also diese ständig wechselnden Belastungen, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich habe nach der ersten Hälfte, nach der ersten Runde habe ich gemerkt, die Leistung lässt nach. Die Andrea hat gemerkt, jetzt geht das richtig los. Die Leistung wird höher. Zu der Organisation des Rennens, das war jetzt der 24. Greifensteiner Bike-Marathon. Die Jungs wissen, was sie machen. Die haben das jetzt zum 24. Mal gemacht. Und es gibt an der Organisation, gibt es gar nichts auszusetzen. Die Strecke war super vorbereitet und bearbeitet. Die Ausschilderung, die Absperrungen waren super. Die Streckenposten waren da, wo sie hingemusst hatten. Die Verpflegungsposten waren super, waren da, wo sie hingemusst haben. Es gab keine einzige Stelle, wo wir nicht gewusst haben, müssen wir jetzt rechts oder links oder hoch oder runter. Perfekt. Also war wirklich einwandfrei und auch von der Abwechslung her, also es ist für jemand, der alles mal haben möchte, der Trails haben möchte, der krasse Anstiege haben möchte, der richtig steile Abfahrten haben möchte, der mal ganz kurze Zierpassagen haben möchte. Das rundum glücklich Paket, was Mountainbike-Marathons angeht. Die Startgebühren hier sind, sage ich mal, im Mittelmaß. Wir waren ja letzte Woche beim Rennen gewesen, da war die Startgebühr 15 Euro. Das ist natürlich wirklich wenig für ein Mountainbike-Marathon-Rennen. Hier liegen wir, je nach Strecke variiert das, oder ob du dich nachmeldest, da zahlst du nochmal 10 Euro mehr. Hier liegt das so um die 35, 45 Euro. Dafür gibt es aber noch ein schönes Starterpaket mit, und das hast du hier im Erzgebirge immer, es sind ein paar Räucherkerzen mit drin. Und hier hat es auch noch ein schönes T-Shirt dazu gegeben. Und überhaupt, wir sind ja hier im Erzgebirge in Sachsen, wird langsam unsere zweite Heimat, habe ich das Gefühl, weil die ganzen Sachsen-Cup-Rennen, wie der Name schon sagt, sind in Sachsen. Die meisten davon im Erzgebirge, landschaftlich wunderschön gelegen. Und auch Geier selber ist eine wirklich besuchenswerte Stadt. Also hier gibt es natürlich alles, was das Erzgebirge so zu bieten hat. Hier gibt es diese berühmte Glasbläserei, hier gibt es die berühmten Holzschnitzer, also diese Schwibbögen kennt man da, oder diese, wie nennt man diese Räder, die sich drehen, wo Kerzen drunter stehen zu Weihnachten. Na, die Pyramiden. Die Pyramiden gibt es hier. Also super interessant, hier war Bergbaugebiet, das ganze Erzgebirge war Bergbaugebiet, also man kriegt hier an jeder Ecke, wenn man das möchte, kriegt man was zu sehen, was mit dem Bergbau zu tun hat, und speziell hier in Geier, wir haben gleich hier links von uns, also wer mal herkommen möchte nach Geier, wegen einem Mountainbike-Rennen oder als Naherholungsziel, es lohnt sich. Es gibt hier ein schönes Freizeitbad, da durften wir heute duschen nach dem Rennen. Oder den tollen Stausee. Einen wunderbaren Stausee. Es gibt natürlich die absolut sehenswerten Greifensteine. Hier ist für jeden Wanderer und Radfahrer gibt es hier die besten Bedingungen. Haben wir auch heute ganz viel getroffen unterwegs. Also wir mussten uns die Strecke teilweise mit ein paar Wanderern teilen, aber es hat super funktioniert. Also die waren total rücksichtsvoll, sind an die Seite gegangen, haben auch mal geklatscht und haben uns angefeuert und so. War eine super Stimmung heute. War eine super Stimmung heute. Also die Stimmung bei dem Rennen ist grandios, wirklich. Wenn ihr ein Rennen haben wollt mit einer grandiosen Stimmung, dann seid ihr hier genau richtig. Das sorgen die dafür. Verpflegung auch nach dem Rennen, kriegt da alles, was ihr wollt. Ihr kriegt Kaffee, ihr kriegt Kuchen, ihr kriegt Bratwürste, ihr kriegt Gulasch, ihr kriegt Nudeln. Und Äpfel. Äpfel gibt es nach dem Rennen. Natürlich, die Andrea als fast Vegetarier, Äpfel, auch während des Rennens, alles Cola, Wasser, Verpflegung. Also brauche ich gar nicht weiterreden, es ist alles dabei, was braucht. Es bleiben keine Wünsche offen. Und falls ihr euch wundert, wo wir hier gerade sind, wir sind hier auch, das ist nur 100 Meter weg vom Startplatz, vom Zielplatz, ist hier eine richtig, richtig coole Westernstadt, Old Miners Creek. Und ihr habt das vorhin wahrscheinlich schon im Video gesehen, weil ich habe ein bisschen was gefilmt. Absoluten Besuch wert. Wir sind jetzt heute außerhalb der Öffnungszeiten hier. Es schaut vielleicht, ich würde sagen,
ein bisschen unordentlich aus, weil hier wird immer gearbeitet und gemacht und erweitert. Die renovieren gerade, ja. Deswegen liegt hier mal ein Fenster rum oder da liegt mal ein Brett rum. Aber das ist hier, wo wir hier sitzen, ist der Wahnsinn. Das ist jetzt der Indianerbereich von der Westernstadt. Also hier stehen Tipis. Hier ist noch so eine Minerschenke. Also richtig cool. Wenn ihr mal nach Greifenstein kommen wollt, was ich echt empfehlen kann, guckt euch das hier an. Richtig geil. Genauso wie der Stausee unten. Wir sind vorbeigefahren. Ein Traum, gerade bei schönem Wetter. So, Andrea, möchtest du noch was sagen? Wie war das Rennen für dich? Interessant. Interessant. Du hast am Anfang ein bisschen Sorgen dir gemacht, weil du die krassen Abfahrten nicht so gerne magst. Genau, gell? Und ich bin ja Neueinsteiger quasi und bin letztes Jahr das erste Mal gefahren. Und für mich war das letztes Jahr der absolute Hass, hier mitzufahren. Also ich bin ja mal gestorben, bergab. Ich war über jeden Berganstieg dankbar. Tatsächlich heute auch. Berghoch ist meine Stärke. Aber bergab, die Trails, die haben sogar Spaß gemacht. Super. Aber es war mega anstrengend, tatsächlich. Ja, auch da ist die Andrea ein kleiner Sonderfall. Die liebt es, bergauf zu fahren und mag es nicht so sehr, bergab zu fahren. Also auch wieder genau anders, wie es jeder andere Mountainbiker wahrscheinlich mag. Nee, das ist auch ganz, wie du konditionell gestrickt bist, wo deine Talente sind. Und die Andrea ist zudem noch, zu ihren ganzen Talenten, die sie beim Radfahren hat, ist sie auch noch so diese Bergziege, wie man so sagt. Die fährt die Berge hoch, überholt da die Männer, denen fallen die Augen fast raus. Gell, es ist irre. Und deswegen, weil du heute so gut warst, hast du auch in deiner Altersklasse welchen Platz gemacht? Den ersten, ja. Yeah. Erste Platz Altersklasse. Starke Konkurrenz heute gewesen. Mhm. Die Mädels von Steinbikes waren heute da, die alle super stark sind. Die treten hier an. Also Steinbikes ist auch ein richtig großer Verein. Die kommen hier mit einem ganzen Bus voll Leuten. Zig Männer und 5 oder 6 Frauen fahren hier mit, das natürlich, und alle richtig gut. Das ist eine Riesenkonkurrenz. Mhm. Ja. Genau, und dass du dich da durchgesetzt hast, großartig. Ich habe den 11. Platz in meiner Altersklasse gemacht, das kenne ich schon. Ich mache irgendwie in letzter Zeit immer den 11. Platz. Mal gucken, ob sich da noch was bewegt. Aber wichtig sind auch für mich die Punkte im Sachsen-Cup. Da ist die Andrea momentan auf den 3. Platz. Wir gucken mal, wohin es sich jetzt bewegt mit der Wertung heute. Auch beim Sachsen-Cup bin ich auf dem 9. Platz. Da werden wir mal gucken, wo es dahin geht. Wir haben jetzt nämlich noch 2 Rennen, die zum Sachsen-Cup gehören. In 14 Tagen nehmen wir euch noch mal mit, wenn ihr das wollt. Da ist der Dreitalsperren-Marathon, auch ein sehr interessantes Rennen, weil das ein richtiges Zierrennen. Da fahren die mit den Gravelbikes mit, da ziehen die sich fast die Slicks auf die Mountainbikes. Also ein richtig interessantes und spannendes Rennen. Und dann am Schluss, im Oktober ist das dann schon, ist der Adelsberger Mountainbike Marathon. Den kennen wir noch gar nicht. Da können wir jetzt noch nichts drüber sagen, aber sind wir auch schon sehr neugierig drauf. Wir verlassen heute Geier. Mhm. Hier wird auch das Wetter umschlagen. Das soll, laut den Prognosen, soll es heute der letzte schöne Tag hier gewesen sein in Deutschland. Ja, tatsächlich in Deutschland und auch bis halb Italien und Slowenien soll es richtig schlecht werden, die nächsten Tage, das Wetter. Und deswegen hauen wir jetzt ab. Wir fahren nämlich nach Kroatien und auch da nehmen wir euch mit, wenn ihr das wollt, denn wir erzählen ja nicht nur von unseren Mountainbike-Rennen auf unserem Kanal. Wir haben ja auch so einen kleinen Vanlife-Blog, möchte ich das nennen. Und da werden wir die ganzen Campingplätze, auf die wir sind, und auch die Umgebung und was es da so alles gibt und wie die Restaurants sind und pipapo und hau mich tot, werden wir für euch so ein bisschen angucken und bewerten und euch zeigen, was es da unten alles Schönes gibt. Darauf freuen wir uns jetzt. Darauf freuen wir uns jetzt. Und gleichzeitig machen wir da Trainingslager. Trainingslager natürlich. Dass wir, wenn wir wiederkommen, so richtig fit sind. Ja, hier, Bumpy. Ja, das Essen schmeckt halt auch so gut. Und ich meine, abgesehen davon, dass das genetisch veranlagt ist, man ab einem gewissen Alter musst du halt dann doch aufpassen. Es ist, wie es ist. Ne? Brauchen wir nicht drum rumreden. Naja, aber anderes Thema, da mache ich auch noch mal gerne ein Video drüber, wenn ihr wollt. Ja, gibt's auch Möglichkeiten. Ne? Okay, wir verabschieden uns für dieses Mal. Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss.